Also eigentlich wollte ich... Ich habe mir das jetzt mal markiert. Ich nehme mal an, dass es da ist. Eigentlich wollte ich die Dinger hier ernten und dann ist hier... Ist hier noch... Revelio. Merlins Rätsel hier, ne? Das wollte ich machen. Und dann hat er gesagt, eine Felsformation. Also scheint es tatsächlich zu dieser ollen Burg zu gehen, wo wir schon waren. In dem Lager war ich schon. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. So, hier, das hatten wir noch nicht ausgelöst. Das ist aber einfach. Da brauche ich jetzt Reparo. Jetzt, das ist einfach, ja. Das ist das, was mich nervt. Dann werde ich jetzt hier oben auf Y Reparo setzen. So. Ich muss es natürlich auch umschalten. So, der ist fertiggestellt. Da hinten ist noch einer, hier. Damit wäre das erledigt. So, genau, damit wäre das erledigt. Weiß nicht, wie viele hier noch sind, keine Ahnung. Aber fürs Inventar brauche ich jetzt keinen mehr. Da haben wir alle. So, hier hat er das gesagt. Eine Felsformation, meinst du das hier? Jetzt sollen wir zum krummen Baum. Ich weiß, ich brauche die... Revelio. Ich habe mehr als genug davon. Der krumme Baum. Was für ein Traum. Der krumme Baum ist tot. Er frisst... Ein krummer Baum. Wo? Hier auf der Karte. Ach, da. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Ich will noch deine Haut. Revelio. Eine Eule. Ach, scheiß der Hund drauf. Ach, hier sind Ablenkungen. Revelio. Da ist der verfallene Turm. Da. Oh, welch angenehme Überraschung. Jetzt brauche ich aber... Da haben wir einen. Wir brauchen diese... Feuerschalen. Da ist eine. Da ist eine. Der baufällige Turm. Der markierte Ort müsste sich jetzt südlich von hier befinden. Revelio. Da ist einer drin, da ist einer drin. Das geht aber nicht von hier. Komm, mach mal. Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Confringo! So. Jetzt muss ich mich irgendwie hinstellen. Aber an diese Schale komme ich nicht. Von hier. Oh, das ist doof. Hä? Ach Mensch. Hat gereicht. Selbst Merlin stolz. Gott sei Dank. Wie viele Merlin-Rätsel gibt's denn hier? Revelio. Guck mal, wir sind dann fast da. Das ist das Koboldlager, hier waren wir schon. Da habe ich auch schon einen Haken dran, da habe ich alles gefunden. Ah, wir kriegen unsere Straßenköter voll. Protego, Stufe.
Das war zum Aufladen ganz nützlich, ne? Das machen wir nachher. Hier sind noch ein paar Eier. Zauberer und Hexen. Ist da jemand? Hallo? Aha. Was haben wir denn hier? Hier waren wir drinnen. Das. Ach, brauche ich nicht mehr. Mega-Power-Trank. Sieht nach Ärger. Revelio. Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg mehr Glück. Weg von zu Hause. Oh, kann ich das etwa treffen? Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Oder du. Kann ich auch nicht sammeln. Hast du noch was fallen lassen? Dieses Schloss verbirgt allerhand Geheimnisse. Revelio. Eine Leiter. Die brauche ich. Dieses Mal habe ich wirklich was gehört. Gefindet. Scheiße. Wo ist denn der? Revelio. Da hinten? Hä, wo hast du denn das jetzt hingeworfen? Hier ist doch nichts. Ich muss da irgendwie raufkommen. Da ist noch ein Troll, genau. Das ist der Ort auf der Karte. Sollte jetzt gut aufpassen. Verdammt, schon Angst zu kämpfen. Oh. Zauberbreit. Descendo. Ganz einfach aus. Verbringung. Das sind schon alle wieder erledigt. Revelio. Was hat er mir jetzt hier erzählt? Ich soll hier lang, ne? Gut. Hier unten die Ruinen von Coro. Hier waren wir schon. Azkaban. Azkaban. Was finden wir wohl hier drin? Hier wird geschmiedet. Da sind auch Schlösser. Mann, was machst du denn? Da oben steht er. Junge. Du wirst bereuen hier. Durch den Pfeiler durch. Da hätte ich auch gemacht. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ihr müsst nicht immer alle durcheinander quatschen. Alohomora. Revelio. B. Na, endlich mal was Sinnvolles. Das ist noch sinnvoller. Revelio. Rer. So, hier ist nichts mehr zu holen dann, ne? Da oben. Ah, das ist mir egal, das ist nur so ein aller Sack. Du findest das zu ruhig? Das Wort von Menschen. Ist das so besser? Wenig beeilen.
versuchst es nicht mal. Ja? Damit kommst du nicht davon. Ich werde deinen Tod rächen. Befindung. Revelio. Confingo. Da ist eine Schale. Na endlich. Was haben wir denn hier? Ach, Zaubertränke. Ich war hier schon drin. Schwarze Magie Ausfülldingstränke wären gut. Revelio. Auffüll, nicht Ausfüll. Auffüll. Habe ich gemeint, Auffüll. Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Meinst du die hier auf ist? So eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Ja, scheiße, ich war hier schon. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Das geht hier unten weiter. Aha. Vincendo! Ist da jemand? Confringo! Tut das weh? Sag mal. Revelio. Hier ist eine Tür. Hallo? Mr. Oaks? Ja, ich bin hier. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die. Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann das er sein? Ja. Ach, naja, gut. Kann man ja nicht mitrechnen, dass man da vorher guckt, ne? Das kann man nicht, ne? Beim Open-World-Spiel ist das nicht normal. Wir bekommen, was man uns schuldet. So oder so. Descendo. Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Komm, trink! Ah! Feuer, 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 Feuer! Nee, stimmt, ich habe nicht die richtigen Zauber dabei. Du bist aber nicht mit Leib und Seele dabei. Meinst du? Oh, ist das etwas drin? Descendo! Revelio. Ach, Revelio. Das ist die olle Schale, die haben wir angezündet. Laut Karte da drinne irgendwo. Hier. Das muss Mr. Oaks Zauberstab sein. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Also wieder zurück. Zu Mr. Oaks. Oh, was liegt denn da?
Guck, dann haben wir das auch erledigt. Was sagt die Zeit? Das sieht doch gut aus. Huch, wir müssen hier runter. Mr. Oaks, ich bring Ihnen Koks. Geschafft! Mein Zauberstab und... Halt! Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Stimmt es, dass Sie Koboldogak sprechen? Ja, was Renrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Sie meinten, Sie hätten etwas aufgeschnappt. Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Renrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Renrock wollte sich ihnen und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Genau. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus. Studiert stets meine detaillierten Eulen. Hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab. Wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ja. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Schon wieder? Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Ich kann nicht laufen. Ich hatte Glück. Renrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Gucken wir uns seine Zelle an. Aber Essen hat er doch noch gekriegt, oder nicht? So, jetzt haben wir das hier erledigt. Rebellion. Ich muss jetzt hier nicht nochmal alle... Karte geht hier nicht, also muss ich hier raus. Ach, ich bin ja hier auch im... Verlies. Ich bin ja hier auch wo eingekehrt. Aber da war noch ein Troll und wir müssen noch Trolle erledigen. Für unsere Aufgaben, für unsere Herausfordernden. Wenn ich den Weg hier rausfinde, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich gehe den Leichen mal nach, die hier verschwunden sind. Da war ein Grafikfehler. Grafikfehler? Nee, das ist nicht richtig. Da war er wieder. Also ist das tatsächlich ein technisches Problem. Wenn der immer wieder auftritt, ist der ja nachvollziehbar. Also ist da irgendwas. Da. Gucken wir noch nach dem Troll, ne? Wenn das hier weitergeht.
Wir sind hier, genau. Das Lager habe ich ja schon vor geraumer Zeit erledigt gehabt. So, der Troll ist weiter oben. Das hatte ich anders gemacht, ne? Ich bin da jetzt nicht hochgeschwebt und hochgeklettert. Hier sind ja so eine Dinger, dass man sich was bauen kann. Ich habe das gemacht, weil es geht. Und dann bin ich hier so hoch. Und dann war ich schon drin. Huch! Oh! Jetzt sagst du es immer noch? Der Schüler hat unser Lager beim Turm ausgeräuchert. Immer nur verteidigen. Was denn? Immer nur ver... Da ist er! Hallo? Hier sollte ich mich lieber nicht erwischen lassen. Oh, dann komme ich hier runter. Warte, ich komme! Komm, Fringo! Descendo! Protego! Stufo! Defendo! Komm, Fringo! Habt ihr das gesehen? Descendo! Hast das wehgetan? Oh! Ach, der hat seine Keule verloren. Ich dachte, der wäre schon hinüber. Bist du jetzt hinüber? Kann ich deine Popel haben? Danke. Ich mache alles für Popel. Für Popel machen wir alles. So, jetzt haben wir das erledigt. Jetzt muss ich wahrscheinlich noch zu ihr zurück, ne? Ein Freund der Taten. Ach so. Ja, ist es erledigt. Triff Diek. Triff Sebastian Feldkroft. Wo machen wir das denn? Der Mann hinter den und ein Freund der Taten. Das ist Siruna. Ah, alles klar. Dann brauche ich jetzt ja nur nach Hogwarts reisen. Nehme ich mal an. Sieht schon gut aus, ne? Da ist noch eine Höhle, aber ist jetzt erstmal egal. Karte von Hogwarts. Was ist das? Ach so, nein, das ist Weltkarte, muss ich dann nehmen. Das ist hier unten. Ich. Demiguse? Demiguse. Aha, aha. Die nehmen wir gleich mit. Dann habe ich schon 10. Dann fehlen mir nur noch 3 und dann habe ich Schlösserknacken 3. Gott sei Dank. Wie viel habe ich denn dann insgesamt? Das sind 23, 28. Dann fehlen ja gar nicht mehr so viele. 33 Statuen soll es geben, habe ich gelesen irgendwo. Da war jemand enttäuscht, dass... Hi. Die ist bestimmt hier drin, ne? Kann ich das öffnen? Oh, ich dachte schon, jetzt ist abgestürzt. Hallo, Homora. Jetzt der Demigeist hier. Erstmal ist hier eine dicke Truhe. Wir müssen wahrscheinlich auch mal denn wieder... Hier ist ein Sack. Revelio. Nee, hier ist kein Demigeist. Wir müssen Sachen verkaufen. Da sind noch mehr, ne? Möglichkeiten. Schlösser. Hallo. Schön, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz mein. Ich mach das, beschleunige das mal. Was verkaufen Sie hier? Warum sind denn da jetzt noch so viele Fragen? Ich habe mich doch mit Ihnen unterhalten. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Und vor allen Dingen mit ihm.
Ich verkaufe erstmal diese Sachen hier. Den verkaufe ich nicht, der ist ja besser. Ich will ja bloß nicht riskieren, dass wir nachher Platzprobleme haben. Krötenwarzen. Cool. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Ja, danke. Das ist aber nett. Ausrüstung. Hier in da war eine Klamotte, die besser war. Die, ne? Und dann kriegen, kommt eine andere Optik. Wir nehmen wieder, warte mal, wo habe ich den denn jetzt? Da. Ja, da war noch eine Herausforderung fertig, siehst du? Hier, Kampf. Eine Kampfherausforderung. Da, die Wölfe. Lupusschutz 3. Ausrüstungseigenschaft, Rezeptbelohnung. Ja, die, da hätten wir dann nachher, brauchen wir den Webstuhl. Um das zu machen. So, was haben wir hier noch? Ah, da war nichts Dickes mehr, ne? Das war noch das Unbekannte. Gut. In der nächsten Folge werden wir dann zu unserem Freund reisen. Ich werde jetzt hier nochmal gucken, ob ich die olle Statue finde. Wenn wir hier die Schlösser aufkriegen. Das kriege ich auf. Hallo, Homura. Und dann, ja, was soll ich sagen? Denn da, das machen wir noch schnell. Bevor ich Tschüss sage. So. Revelio. Da sind Luftballons. Warum gehst du hier so langsam? Das brauchen wir noch. Hier ist aber auch kein Demigeist. Wenn man ein Tor auf... Jetzt will ich mal was verifizieren, weil das Gefühl hatte ich. Guck mal, dann sind alle Schlösser auf. Cool. Tja. Wo der wohl ist? Hier soll einer sein. Ich sehe nichts. Hier würde er ja gut reinpassen, aber... Wie man sieht, ist er hier nicht. Scheiße. Wo waren wir denn? Da. Ah. Und dann kommen die Hakeleien ins Spiel und dann ist alles vorbei hier, ne? Hier ist er aber auch nicht. Wo soll der denn sein? Hier geht's noch runter. Hier unten doch bestimmt nicht. Ich wollte aufhören. Hier war ich doch hundertprozentig. Revelio. Hier ist auch kein Demigeist. Gut, nächste Folge geht weiter. Tschüss.